15 goldene Regeln für erfolgreiche Investoren. Bist du daran interessiert, deine Rendite an der Börse zu maximieren? Auch wenn es nicht offensichtlich ist, gibt es tatsächlich goldene Regeln, die du befolgen kannst, um deine Chancen auf profitable Investitionen zu erhöhen. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn ich verrate dir, wie du den gesamten Prozess vereinfachen und nicht verkomplizieren kannst. Willkommen auf unserem Kanal. Heute werden wir uns mit den 15 goldenen Regeln der Aktienanlage beschäftigen. Fangen wir an. Goldene Regel Nummer 1. Verliere niemals Geld. Das Konzept ist ganz einfach, nicht wahr? Dieses erste Prinzip der Aktienanlage stammt von dem brillanten Verstand des Milliardärs Warren Buffett, der auch als das Orakel von Omaha bekannt ist. Er hat es auf eine einfache, aber tiefgründige Weise ausgedrückt. Regel Nummer 1 ist, niemals Geld zu verlieren. Regel Nummer 2 ist, niemals Regel Nummer 1 zu vergessen. Diese Weisheit ist nicht nur allgemeingültig, sondern bietet auch eine logische Perspektive. Denn warum sollte jemand freiwillig Geld verlieren, wenn der Hauptzweck des Investierens darin besteht, es zu vermehren? Verluste zu vermeiden kann jedoch eine ziemliche Herausforderung sein, vor allem auf dem Aktienmarkt. Buffett betont, wie wichtig es ist, sich nicht nur auf die möglichen Gewinne deiner Investition zu konzentrieren. Es ist wichtig, auch die damit verbundenen Risiken sorgfältig abzuwägen. Wenn die potenziellen Gewinne die Risiken nicht überwiegen, ist es keine kluge Investitionsentscheidung. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Anleger langfristige Anleihen meiden, weil sie sie für sehr riskant halten. Goldene Regel Nummer 2: Fang klein an und denke groß. Du kennst dieses Sprichwort vielleicht schon, aber es ist wahr. Große Dinge fangen oft klein und bescheiden an. Falls du neugierig bist, möchte ich dir das näher erklären. Wenn es darum geht, in Aktien zu investieren, ist es wichtig, klein anzufangen. Beginne mit einem Bruchteil deiner Ersparnisse oder deines monatlichen Einkommens, zum Beispiel mit 100, 500 oder sogar 1000 Euro. Auf diese Weise kannst du deine Zehen in den Markt eintauchen und ein Verständnis dafür entwickeln, wie er funktioniert. Nimm dir außerdem die Zeit, dich über die Unternehmen, in die du investieren willst, zu informieren. Auch hier gilt, fang klein an, bis du genügend Wissen und Selbstvertrauen hast, um die besten Unternehmen für den Kauf von Aktien zu finden. Mit der Zeit wirst du eine exzellente Handelsstrategie entwickeln, die dir helfen wird, erfolgreich zu sein und an der Börse groß rauszukommen. Goldene Regel Nummer 3: Denke wie ein Eigentümer. Das ist eine wichtige Regel beim Investieren an der Börse. Behandle deine Aktien so, als wären sie echte Unternehmen. Wenn du darüber nachdenkst, ist das ein guter Punkt. Oft sehen die Menschen Aktien als reines Glücksspiel an und vernachlässigen dabei die Tatsache, dass hinter ihnen echte Unternehmen stehen. Letzten Endes bieten Aktien dir einen Bruchteil des Eigentums an einem bestimmten Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, die Denkweise eines Miteigentümers anzunehmen, wenn du in ein Unternehmen investierst. Diese Denkweise ermöglicht es dir, Gewinne zu erzielen, wenn das Unternehmen erfolgreich ist. Und umgekehrt, was bedeutet es also, wie ein Eigentümer zu denken? Dazu gehört, dass du die Fundamentaldaten und die Bewertung analysierst und dir eine Meinung über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens bildest. Halte nach Unternehmen Ausschau, die über ein starkes Managementteam verfügen, die Interessen der Aktionäre in den Vordergrund stellen, eine solide Finanzlage aufweisen und eine wettbewerbsfähige Position auf dem Markt haben. Goldene Regel Nummer 4. Investiere nur in Unternehmen, die du verstehst. Es ist wichtig, sich an die dritte goldene Regel zu erinnern. Du investierst nicht einfach in eine Aktie, sondern in das Unternehmen, das sie repräsentiert. Was bedeutet das? Bevor du eine Investition tätigst, ist es wichtig zu verstehen, wie das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, seine wichtigsten Stärken zu bewerten und mögliche Risiken zu erkennen. Wenn du das Geschäft nicht verstehst, gibt es nur eine einfache Lösung. Lass es sein. Es heißt, dass Warren Buffett die Chance hatte, vor dem Börsengang in Google zu investieren, sich aber dagegen entschied. Seine Begründung? Er konnte nicht begreifen, wie eine Suchmaschine Einnahmen generieren kann. Diese Entscheidung führte dazu, dass ihm Gewinne entgingen, die er hätte machen können. Es ist erwähnenswert, dass der Marktwert der Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. inzwischen die erstaunliche Summe von ca. 500 Milliarden Euro erreicht hat. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass die Anwendung dieser Technik ihm im Laufe der Jahre vor viel größeren Verlusten bewahrt hat. Daher wäre es klug, diesen Ansatz in Zukunft auf alle deine Investitionen anzuwenden. Wenn du zum Beispiel nicht verstehst, wie Tesla funktioniert, ist es vielleicht am besten, nicht in das Unternehmen zu investieren. Goldene Regel Nummer 5:
versuche nicht, den Markt zu timen. Wenn du einen Anlageexperten fragst, wird er dir sagen, dass du auch dann, wenn du die Bewertung und das Preisniveau einer Aktie gut kennst, nicht versuchen solltest, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem der Markt die Aktie genau bewertet. Der Grund dafür ist, dass es unglaublich schwierig ist, den Höchst- oder Tiefststand einer Aktie genau vorherzusagen. Trotz umfangreicher Studien über die Marktzyklen ist es niemandem gelungen, den Markt richtig einzuschätzen. Goldene Regel Nummer 6. Sei diszipliniert. Um bei der Aktienanlage erfolgreich zu sein, ist ein hohes Maß an Disziplin erforderlich. Wenn du eine Anlagestrategie entwickelt und eine vielversprechende Aktie gefunden hast, die du kaufen möchtest, ist es wichtig, dass du dich an diese Strategie hältst. Nachdem du dich für ein Kursziel und einen Stop-Loss entschieden hast, was solltest du tun? Richtig. Du hältst dich daran. Es ist wichtig, dass du dich auch an deinen Plan hältst, wie viel du investierst und in welchem Tempo. Es ist verständlich, dass unsere Emotionen hochkochen, wenn der Markt unbeständig wird, vor allem wenn Geld auf dem Spiel steht. Es ist jedoch wichtig, dass du dich an den sorgfältig ausgearbeiteten Plan hältst, den du mit einer klaren und gelassenen Einstellung entwickelt hast. Wenn die Dinge zu intensiv oder überwältigend werden, ist es in Ordnung, sich zurückzuziehen und eine Pause einzulegen. Denke daran, dich nicht vom Stress überwältigen zu lassen. Goldene Regel Nummer 7. Investiere immer nur überschüssiges Geld. Es ist ratsam, niemals dein gesamtes Geld in den Aktienmarkt zu investieren. Ich erkläre dir, warum. Der Markt ist für seine Volatilität bekannt, das heißt, es besteht immer die Gefahr, Geld zu verlieren. Deshalb ist es ratsam, nur das zusätzliche Geld zu investieren, das du hast, und nicht das Geld, das du zum täglichen Überleben brauchst. Das unterstreicht die Bedeutung von Budgetierung und durchdachter Investitionsplanung. Goldene Regel Nummer 8. Behalte die Trends im Auge. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, in den Aktienmarkt zu investieren und ihn unbeaufsichtigt zu lassen. Es ist wichtig, deine Investitionen regelmäßig zu verfolgen, denn nur so bleibst du über Veränderungen auf dem Weltmarkt informiert, die sich möglicherweise auf deine Gewinne auswirken könnten. Goldene Regel Nummer 9. Diversifiziere dein Portfolio. Setz nicht alles auf eine Karte, ist ein gängiges Sprichwort unter Anlegern und das aus gutem Grund. Sie unterstreicht, wie wichtig es ist, dein Portfolio zu diversifizieren, um das Risiko zu verringern, dein Geld zu verlieren. Und wie kannst du das erreichen? Ganz einfach, indem du in eine Vielzahl von Vermögenswerten und Instrumenten investierst. Du kannst zum Beispiel in einen Indexfonds wie den S&P 500 investieren. Außerdem kannst du dein Portfolio diversifizieren, indem du Anleihen oder Immobilienfonds hinzufügst. Goldene Regel Nummer 10. Kaufe und halte. Bist du mit dem Konzept der Buy-and-Hold-Strategie vertraut? Sie gilt als einer der effektivsten Ansätze beim Investieren, bei dem Investoren Aktien kaufen und sie so lange halten, bis sie ihr gewünschtes Gewinnziel erreicht haben. Lass uns nun tiefer in dieses Thema eintauchen. Wie lange solltest du deine Aktien halten, um Geld mit Investitionen zu verdienen? Die optimale Haltedauer für deine Aktien hängt von deinem TP ab, was für Target Profit oder Take Profit steht. Wenn du eine Gewinnspanne von 10% anstrebst, wäre es klug, aus dem Handel auszusteigen, sobald du dieses Ziel erreicht hast. Goldene Regel Nummer 11. Kaufe, wenn alle ängstlich sind. Es stimmt, dass viele Anleger dazu neigen, zu verkaufen oder das Interesse zu verlieren, wenn der Markt einen Abschwung erlebt. Es ist jedoch ratsam, nicht ihrem Beispiel zu folgen, denn in solchen Zeiten gibt es zahlreiche Schnäppchen. Der Aktienmarkt ist der einzige Markt, auf dem Dinge zum Verkauf stehen, aber die Menschen sind oft zu ängstlich, um zu kaufen. Das könnte erklären, warum Warren Buffett einmal sagte: Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind. Goldene Regel Nummer 12. Sei objektiv. Wenn es darum geht, in den Aktienmarkt zu investieren, ist es ganz natürlich, dass man sich große Hoffnungen macht und sich die bestmöglichen Ergebnisse ausmalt. Es ist jedoch wichtig, objektiv zu bleiben und Entscheidungen auf der Grundlage einer sorgfältigen Bewertung der Investitionsmöglichkeiten zu treffen, die sich dir bieten. Es ist wichtig, an jede Entscheidung mit einer realistischen Einstellung heranzugehen und die möglichen Renditen zu berücksichtigen, anstatt sich von zu optimistischen Erwartungen hinreißen zu lassen. Goldene Regel Nummer 13. Sichere dir oft Gewinne. Eine wichtige Regel beim Investieren ist es, deine Gewinne regelmäßig zu sichern, denn diese Strategie ermöglicht es dir, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen.
Vorausgesetzt, du hast in Einzelaktien investiert, welche gut performt haben und du dein Kapital in andere Aktien umschichten möchtest. Wie wir bereits erwähnt haben, unterliegt der Aktienmarkt Schwankungen, daher ist es ratsam, Mittel für den aktiven Handel bereitzustellen und regelmäßig einen Teil deiner Gewinne zu sichern. Goldene Regel Nummer 14. Gewinne laufen lassen, nicht Verluste. Wenn du ein Geschäft hast, das profitabler sein könnte, solltest du es sein lassen. Wenn ein Geschäft schief läuft, musst du auch nicht zusehen, wie es noch schlimmer wird. Verluste auszugleichen kann schwieriger sein, als du vielleicht denkst. Goldene Regel Nummer 15. Lerne aus deinen Fehlern. Unsere letzte goldene Regel bei der Aktienanlage besagt, wie wichtig es ist, kontinuierlich aus vergangenen Fehlern zu lernen. Dazu gehört, dass du sowohl deine Gewinne als auch deine Verluste aufzeichnest, denn das hilft dir sehr dabei, künftige Fallstricke zu vermeiden. Du hast sie also, die 15 goldenen Regeln der Aktienanlage. Wir sind neugierig zu erfahren, welche Regel du am wertvollsten findest. Deine Erkenntnisse sind uns wichtig, also teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Und für diejenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben, haben wir noch eine besondere goldene Regel für euch alle. Bleibt auf dem Boden! Wenn es um Aktieninvestitionen geht, ist es wichtig, auf dem Boden zu bleiben und sich den Erfolg nicht zu Kopf steigen zu lassen. Auch wenn du einige positive Phasen erlebst, ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht übermütig zu werden. Danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, würden wir dich bitten, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Wenn du immer noch Lust auf mehr hast, haben wir ein weiteres Video für dich ausgesucht, das du dir als nächstes ansehen kannst. Alternativ kannst du auch unseren Kanal besuchen, um weitere Videos zu sehen.